Liebe Mitbürger, wertes Präsidium, der Wirtschaftsminister hat eben gesagt, die Fraktion Die Linke würde auf einen fahrenden Zug aufspringen. Das stimmt nicht so ganz. Die Fraktion Die Linke hat uns jetzt in dieser Legislaturperiode zum dritten Mal unmittelbar mit Sanktionen, zum fünften Mal insgesamt mit der Hartz-IV-Problematik beschäftigt. Das heißt, die haben den Zug angeschoben, auf den jetzt vielleicht andere aufspringen. Und da ist auch ein Kern Wahrheit darin. Letztlich hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ja geurteilt, dass Sanktionen, die über eine Kürzung von 30% hinausgehen, das Existenzminimum unterschreiten und damit verfassungswidrig sind. Ich mache keinen Hehl daraus, dass mir dieses Urteil inhaltlich überhaupt nicht gefällt, denn ich halte und hielt diese Sanktionsregelung für notwendig. Wir haben jetzt unter kräftiger Mithilfe des Bundesverfassungsgerichts so etwas Ähnliches wie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, das 30% unter den Hartz-IV-Sätzen liegt. Aber immerhin, diesen Weg halte ich für grundsätzlich verfehlt. Aber, das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, diese Urteile wirken wie ein Gesetz, wie ein Bundesgesetz und binden damit Verwaltung und Regierung. Das heißt, darüber braucht man immer diskutieren. Das ist jetzt so. Punkt aus. Gratuliere zum Erfolg. Darüber hinaus wenden Sie sich jetzt wieder gegen alle weitergehenden Sanktionen, also Sanktionen gegen Jugendliche, bei Meldeverstößen und so weiter. Ich möchte nur mal betonen, gerade bei Jugendlichen halten wir die Sanktionspraxis für elementar wichtig, denn da kann man noch auf die Zukunftsgestaltung einwirken und verhindern, dass sich Menschen dauerhaft im Hartz-IV-Milieu ansiedeln und dort bleiben, lernen damit zu leben, zurechtzukommen und vielleicht durch Zusatzeinkommen sich in diesem vielleicht nicht auskömmlich bequemen, aber immerhin vorhandenen Nest dann auch niederzulassen. Deswegen Sanktionen für Jugendliche sind weiterhin notwendig. Liebe Kollegen, Herr Koblin hat gestern gesagt, den Unfug des Förderns und Forderns soll man aufgeben. Heute sprachen Sie von System der Drangsalierung und einem System einer schwarzen Pädagogik. Das wird natürlich unserem Hartz-IV-System überhaupt nicht gerecht. Wir haben Regelungsbedarf. Da hatten wir schon mehrfach dazu uns ausgelassen, was die Regelsätze im SGB II angeht. Auch die Bezugsdauer. Das ist schlichtweg unverständlich, dass jemand, der 2 oder mehr Jahrzehnte Arbeitsleben hinter sich hat, nach einem Jahr in die Sozialhilfe entlassen wird und so weiter. Darüber, wenn Sie mal so einen Antrag isoliert darauf stellen, dann sind wir bei Ihnen, darüber muss man reden. Aber das System des Förderns und Forderns aufgeben, Sanktionen ganz einzuschränken und das jetzt mit einer Normenkontrolle zu verfestigen, ist der in unseren Augen völlig falsche Weg. Wir sind schon in dieser Republik auf einem verhängnisvollen Weg dahin, dass wir nur noch fördern und nicht mehr fordern. Schulpolitik, aktuelle Schulpolitik geht weitgehend einen solchen Weg und wenn dann die Noten nicht passen, wenn zu viele im Pädagogikstudium durchfallen, dann liegt es sicher nicht nur an den Studenten, aber es liegt auch an den Studenten. Das heißt, man kann das Studium reformieren, aber man muss auch die Arbeitseinsätze und den Arbeitswillen derer, die ein solches Studium aufnehmen, fördern in der Schule, möglichst weitgehend Noten abschaffen, nur noch fördern. Migrationspolitik, wenn die Sprachtests zu schwierig sind, weil zu viele durchfallen, dann wird nicht etwa dahin appelliert, dass Sprache für die Integration wesensnotwendig und wichtig ist und man deswegen mehr Engagement einfordert, sondern es werden die Anforderungen an die Sprachteste abgesenkt und, und. Dieser Weg, nur noch zu fördern und möglichst gar nichts mehr zu fordern, ist der völlig falsche Weg. Und genau diese Diktion trägt den Antrag der Linksfraktion. Deswegen können wir diesen Antrag nur insgesamt ablehnen. Dankeschön.